Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum großen Finale von Last of Us. Freunde, heute ist es soweit. Wir sind angekommen, das große Finale. Wir werden heute gemeinsam, ja, diese Reise beenden. Und ihr seid jetzt an der Stelle gefragt, sollen wir danach den zweiten Teil Let's Playen oder nicht? Das DLC werde ich nicht Let's Playen, was von Teil 1 gekommen ist. Die Frage ist, Teil 2, ja oder nein? Schreibt es in die Kommentare, genießt jetzt erstmal dieses Finale mit mir. Lasst einen Daumen nach oben, da ich will ja vollen Support sehen von euch bei diesem Finale. Ich kriege jetzt schon ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke. Bin auch ein bisschen nervös, ehrlicherweise. Und ja, ich würde sagen, Leute, kurzer Umschwung! Jawohl, Junge, Party! Leute, bevor es losgeht mit dem Finale, wollte ich nochmal kurz auf meinen Partner Silberpfeil aufmerksam machen, meine zwei Lieblingssorten euch zeigen. Die kamen ja vor ein paar Monaten raus, die Capo-Edition, und die Edition ist halt auch geil. Granatapfel, Watermelon haben wir hier am Start, beide Sorten. Watermelon, super. Checkt das gerne aus, erster Link in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne abchecken, das sind meine zwei Lieblingsgeschmäcker, es gibt natürlich noch viel mehr. Abchecken in der Beschreibung, Leute. Ich würde sagen, komm, aufs Finale, gönnen wir uns jetzt erstmal hier. Jawohl, Junge. Komm, wir starten rein. Meine Damen und Herren. Wir haben das letzte Mal genau hier aufgehört, wo wir drüber geklettert sind. Digga. Ach, der bewegt sich nicht. Wir hatten ja letztes Mal diese Fight gehabt, diese Schlacht hatten wir ja. Mittelerde hatten wir gefühlt. Wisst ihr noch, was da abging? Was da für eine Party war? Die ganzen Bruder Matthäus kamen da alle, wollten uns hier so von hinten nehmen. Wir müssen jetzt tauchen. Ich hab mir nochmal, ich bin euch ehrlich, Freunde. Ich hab mir geguckt, wie lange das Finale geht. Also wir haben ungefähr, glaube ich, noch, keine Ahnung, eine Stunde vor uns oder so. Aber ich habe dann nochmal diese Stelle hier gesehen. Guck mal, das ist ein Fisch. Ich habe diese Stelle nochmal hier gesehen, Leute. Und ich muss sagen, die Grafik, es ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also wenn ihr euch mein Let's Play von 2014 anguckt. 2014. Vor 8 Jahren. Dieser Kanal ist einfach Legende. Dieser Kanal ist einfach wirklich verrückt. Das ist wirklich geisteskrank, Leute. Was in diesem Kanal hier alles drin steckt. Ne? Ich bin ehrlich zu euch. Das ist so verrückt. Das hätte ich niemals gedacht, dass... Also der Kanal, wie lange habe ich den jetzt schon? 8, 9 Jahre, sogar noch länger. Das erste Video kam auch so 2012 oder so? Oder wie lange ist das her? Schon okay, total lange her. Am Rand. Da ist es flacher. Ja. Okay, okay. Verrückt, wir haben es jetzt schon dreimal Let's Played, aber den zweiten Teil, guck mal, ich bin ehrlich zu euch, den haben wir jetzt... Das zweite Let's... Oh, guckt euch das Wasser bitte an. Die Reflexion des Wassers mit dem Busch da hinten, Alter. Verdammte Scheiße. Als ob ich selber gerade spiele in echt. Als ob ich da stehe. So sieht das aus. Salamander. Kannst du keinem erzählen, Mann. Was geht hier ab in diesem Spiel? Diese Grafik. Teil 2 ist... Boah, Bruder, Teil 2, ne? Ich weiß, viele wollen es, glaube ich, sehen. Aber es ist... Ich habe es vor 2 Jahren Let's Played. Vor 2 Jahren. Ich weiß vieles nicht mehr, aber einiges weiß ich natürlich noch vom Spiel. Und deswegen, Leute. Ja. It's your decision. Ihr entscheidet, meine Damen und Herren. Ihr entscheidet. Und noch eine versperrte Tür. Es kommt bald Outlast raus. Es kommt bald Resident Evil DLC raus. Und. Es kommt einiges raus, Leute. Was ist denn das? Okay. Gar nicht gesehen. Mit dem Fuß. Okay. Na komm. Mach dich wieder auf. Ich finde das krass, dass einige reingeschrieben haben. Sie gucken das gerade zum ersten Mal. Das finde ich heftig. Deswegen, ich will auch nichts spoilern oder sonst irgendwas, um Gottes Willen. Genießt es einfach. Pass auf! Ah! Ellie! Lass los! Lagmaniac! Ich habe gar keine Munition mehr. Ich wollte dir gerade helfen, ich kann aber nicht. Scheiße! Ich so mit meinen letzten 2 Flammenwerfer schieße ich einfach auf den. Ja gut, kann man auch machen, ne? Haben wir die Werkbank? Okay, vielleicht können wir ein bisschen mal aufrüsten. Ja, wird auch mal Zeit, glaube ich. Ja, wir haben gute Punkte, auf jeden Fall. Welche Waffe nehmen wir denn? Pumpgun ist wichtig. Komm, laden wir nochmal alles schön auf. Hier, warte mal. Reichweite ist wichtig. Komm, überall nochmal was rein. Wir haben so 150 Punkte. Können wir nochmal überall hier reinstecken. Und das verbessern. Rückstoß, Kosten, Magazinkapazität, Schussfolge. Kapazität ist wichtig, weil wir haben immer meistens keine Munition, deswegen muss dafür mal ausgerüstet werden, ein paar Löcher mehr gebaut werden. Und dann nochmal Schussfolge. Ist eigentlich egal. Nachladetempo. Nachladetempo ist sehr wichtig. Manchmal braucht er 10 Jahre zum Nachladen.
Die Pumpgun spielen wir ja sehr oft und wir brauchen auch nochmal 42 haben wir noch. Wir gehen, glaube ich, nochmal mit der Pistole hier. Die Frage ist, mit der hier vielleicht? Haben wir da schon alles voll oder noch nicht? Ja, da haben wir schon alles voll mit der Waffe. Ja, die Pistole benutzen wir halt auch sehr oft, ne? Panzerbrechende, oha. Nachladetempo, Kapazität. Ja, Kapazität höchstens vielleicht nochmal. Das können wir machen, Magazinkapazität. Einfach nochmal erhöhen, weil sonst haben wir immer die ganze Zeit das Problem, dass wir keine Munition finden, ne? Also wir finden Munition, nur können sie halt nicht mitnehmen, weil die Kapazität nicht da ist, weißt? So. Krass, wie schnell wir auch dieses Spiel ja wieder durchbekommen haben, ne? Wahnsinn. Und Last of Us, das Let's Play, das war wirklich geisteskrank. Also auch Teil 2. Ich kann es selber noch nicht sagen, welchen Teil ich besser fand, aber... Das wird uns helfen. Ich glaube sogar Teil 2 fand ich noch ein Stück krasser. Ich weiß es nicht, Leute. Also schreibt es in die Kommentare. Es ist your decision. Ihr entscheidet. Decision in the Schissen. Mach doch Platz, Ellie! Sieh mal! Da ist es! Was ist denn da? Du wartest hier. Ich gehe nirgendwo hin. Hadouken! Ich schaff den Sprung nicht. Ja, hier muss ja irgendwas liegen. Guck mal genau um. Safe liegt hier unten wieder was. 100%. Wisst ihr noch, wo ich nicht gefunden habe, dass wir so einen Fisch da gemacht. Safe liegt hier wieder irgendwo was. Was wir abreißen müssen und dann irgendwie Ellie darüber bringen müssen. Ich weiß nicht. Aha, guck mal, da geht's runter. Schaffe ich aber noch nicht. Erstmal runter, nachladen und jetzt runter. Zack. Irgendwas muss ja hier sein. Scheiße, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Verdammte Scheiße, ich bin gleich tot. Wohin? Oh mein Gott, das war's. Ich bin tot. Stell dir vor, du bist irgendwo unten, du kommst nicht mehr raus. Oh mein Gott, wir sind wirklich tot, ne? Ich mein's ernst. Ja, das ist Joels Tod. Ja. Oh mein Gott. Wie knapp. Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ich nehme lieber mal Munition hier, Alter. Das war so richtig geisteskrank knapp. Hier können wir ja gar nichts machen. Müssen wir vielleicht Strom, Wasser runterkehren, hochkehren. Das wäre die einzige Option, die mir gerade so einfallen würde, dass wir das Wasser hochschrauben. Dass es mehr wird. Mehr Water, I Water. Oder wir gehen hier einfach die Dinger lang. I Water von my Fufu her. Weiter. Hier ist Ellie noch nicht. Ist das ein Labyrinth hier? Ja, ihr könnt doch mal reinschreiben, was für Projekte wir demnächst noch angehen sollen. Auch fragt den Rillepeter, habe ich auch mal wieder Bock, eure Fragen zu beantworten und sowas. Weil ich habe ja einen neuen YouTube-Kanal, aber der spezialisiert eigentlich, ist mehr so für Vlogs und FIFA spezialisiert. Und ein paar haben gesagt, warum ich nicht meine FIFA-Videos auf viel Gaming weitermache. Das macht für mich gar keinen Sinn. Also ich finde das so viel geiler, dass wir getrennt haben. Gaming und FIFA und so. FIFA ist natürlich auch Gaming, aber FIFA ist mein Hauptgame, womit ich groß geworden bin, so wisst ihr. Und deswegen finde ich das so viel passender, wenn wir einfach zwei Kanäle haben. Nur mal zu der Frage, warum ich jetzt zwei Kanäle habe und nicht nur einen gemeinsam, einen kompletten. Ja, wollte ich das nur noch mal kurz gesagt haben. Okay, auf da. Okay. Okay, gut. Ich bin drauf. Aber es ist schon wirklich unglaublich, was die beiden sich für eine Beziehung aufgebaut haben über die Zeit, ne? Also wie die zusammen aneinander gewachsen sind. Kommt die da hoch? Boah, Alter, wie springt die denn? Als ob der das nicht schaffen würde, ne? Das ist so komisch. Also, der klettert da wie so ein Idiot da hoch. Und was macht sie jetzt? Ach, ich glaube sogar, sie schraubt das Wasser jetzt hoch, oder? Oder irgendwas war doch jetzt. Ah, da drüben. Sie gibt die Leiter. Lol. Und ich dachte, ich muss einfach springen. Die macht da einfach die Leiter. Okay, okay. Ich habe gedacht, jetzt kommen voll die Sachen. Die überflutet hier alles oder so. Ach, geil. Ah! Verdammte Leiter ist hin. Und jetzt? Ich überlege mir was. Was macht der Bruder? Nein, warte mal. Also mein Plan wäre jetzt eigentlich rüber zu gehen. Ja, oder so. Ja, geht auch. Ich habe gedacht, mein Plan wäre jetzt eigentlich die Leiter quasi als Weg zu nehmen und rüber zu nehmen und da aufzustellen. Aber vielleicht macht er das ja auch. Ja, macht er sogar. Okay, perfekt. Also, dass die quasi die Brücke so ist, so da, dass wir einfach rübergehen können. Wenn die lang genug ist, die Leiter. Aber sollte eigentlich an sich, oder? Doch, sollte passen. Area only. Mein Tänzer, authorized personal only. Halt die Fresse, du.
Ach, geil, ey. Ach, übrigens, genau, Leute, was ich noch sagen wollte. Ich habe meinen Twitch-Kanal umbenannt. Ja. Ich heiße jetzt auf Twitch nicht mehr viel FIFA and Gaming TV, sondern einfach Ernesto. Ernesto. Ich konnte meinen Twitch-Kanal leider nicht umbenennen in, wie heißt es? Erne. Ging leider nicht. Der Name war schon weg und so. Aber Ernesto ging. Clean einfach Ernesto. Aber da folgen mir wahrscheinlich eh schon die meisten. Falls nicht, klickt auf den ersten oder zweiten Link in der Beschreibung. Ich glaube sogar der zweite ist es. Und lasst ein Follow da, weil ich streame auch regelmäßig alles Mögliche. Deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn ihr rüberkommt und dort einfach mal ein kostenloses Follow da lässt. Lass mich vorgehen. Alter, du kommst mir danach. Was für eine Strömung hier. Der sogenannte Wasserstrom. Gerhard. Komm, spring. Hoppa. Boah, sieht das geil aus. Guck mal, wie das aussieht. Ey, Wasser ist wirklich geisteskrank, ne? Was Wasser in Spielen ausmacht. Ich schwöre, so viel sympathischer ein Spiel, wenn Wasser gut ist. Okay, na komm. Komm, da passiert was. Und du fängst mich auf? Ich fang dich. Siehst du? Hast du mich nicht mal getraut. Nicht hier runter von diesem Ding. Eieieiei. Der große Finale. Ja, gestern kam keine Folge, Leute, weil... Gestern habe ich es einfach nicht mehr geschafft. Ich war auch im Stadion gewesen und sowas. Dortmund, Bayern. So ein krankes Spiel im Stadion. Ich bin Dienstag auch bei der Champions League dabei. Morgen schön Sevilla gegen Dortmund gucken. Das wird sehr geil. Alter, was passiert hier? Ey. Komm, Joel. Alter. Kletter. Oh, sieht das krank aus. Oh mein Gott. Ellie! Oh oh. Hoch! Ellie! Oh mein Gott. Gib mir die Hand! Gib mir die Hand! Wie ein Film, den wir hier erleben. Ich mein's ernst. Alter. Oh mein Gott, da ist Ellie. Ach du Scheiße. Oh, sie wollte ihm helfen. Oh mein Gott, guckt euch die Grafik an, Digga. Genießt das einfach hier, wirklich wie im Film. Hände hoch! Sie hat mit nicht. Nimm endlich die Hände hoch! Komm schon! Alter. Willkommen bei den Fireflies. Tut mir leid wegen... Sie wussten nicht, wer du bist. Und Ellie? Es geht ihr gut. Sie ist auch hier. Es war so ein langer Weg. Wie habt ihr es geschafft? Sie war es. Sie wollte es unbedingt. Vielleicht ist es auch Schicksal. Ich habe auf dieser Reise viele Leute verloren. Ich habe fast alles verloren. Und dann taucht ihr hier auf und wir finden euch gerade noch rechtzeitig, um sie zu retten. Ja, vielleicht ist es Schicksal. Bring mich zu ihr. Du musst dir keine Sorgen mehr machen. Wir kümmern uns. Schon gut. Ich will sie sehen, bitte. Das geht nicht. Sie wird gerade für eine Operation vorbereitet. Was denn für eine Operation? Die Ärzte sagen, dass der Cordyceps, der in ihr wächst, irgendwie mutiert ist. Deshalb ist sie immun. Wenn er entfernt wird, können sie daraus einen Impfstoff entwickeln. Einen Impfstoff. Aber er wächst auf dem Gehirn.
Das stimmt. Boah. Sucht jemand anderes. Es gibt niemanden. Hör zu, du zeigst mir jetzt... Aufhören! Sie wird sterben. Ich verstehe dich. Aber was immer du gerade durchzumachen glaubst, ist nichts gegen das, was ich fühle. Ich kenne sie seit der Geburt. Ich habe ihrer Mutter versprochen, für sie zu sorgen. Wie kannst du das hier zulassen? Weil es hier nicht um mich geht. Oder um sie. Es gibt hierbei keine andere Wahl. Ja, red dir diesen Scheiß nur weiter ein. Los, bring ihn hier raus. Wenn er sich wehrt, erschieß ihn. Alter. Das ist unsere einzige Chance, Joel. Steh auf. Ich sagte, steh auf. Na dann. Los. Befick dich. Ich warte nur drauf. Egal. Das ist ihr Rucksack, der ja, der kriegt immer mehr Hass. Was soll der Scheiß? Geh weiter. Na los, geh weiter! Wo ist der Operationssaal? Na los, red schon. Wo? Alter. Wo? Oben den Gang runter. Oh, ist das krank, Alter. Ellie, ich komme! Der Schmuggler, er ist hier drin! Schmuggler, Alter. Ich zeig euch gleich Schmuggler. So, okay, ganz ruhig. Auch Sachen erstmal. Komm, wir machen das jetzt hier, Leute. Komm. Ist das krank, Alter? Die wollen einfach Ellie umbringen, Mann. Aber ein Menschenleben gegen das von Millionen? Oh, das ist echt... Also ich möchte gerade nicht in Joels Haut stecken. Versetzt euch mal in die Lage, Leute. Scheiße. Ethan ist tot. Ethan! Kennt ihr nur Ethan von Resident Evil? Ethan! Hat einen erwischt, der Schmuggler ist weg. Wir finden und töten. Wir suchen den Rest ab. Verstand, alles absuchen. Schmuggler finden und erledigen. Verdammt nochmal! Okay, Leute, das wird jetzt ein harter und eiserner Kampf. Wir kriegen das aber hin. Für Ellie. Oh, die haben ja richtige Maschinengewehre und alles. Ach du Scheiße. Boah, wir haben gar nichts. Wir haben gar nichts. Ich brauch seine Waffe, Digga. Stark. Junge, was schluckt der? Oh, Junge, was der... Was alles geschluckt hat, willst du mich... Ja, ich habe keine Munition mehr. Ich muss Pfeil und Bogen nehmen. Ich muss hier wie Legolas von Herr der Ringe durchgehen. Ach du Scheiße, Alter. Bam, hab ich. Eins, zwei... Boah, Pfeil und Bogen eigentlich voll stark, ich schwöre. Scharmut! Bruder... Oh mein Gott, da schießt jemand einen Pumpgun, irgendwas. Wo kam dieser Schuss her gerade? Da ist der. Was soll ich tun? Wo ist der? Oh mein Gott, Bruder, ich habe einfach nach dem Mukto gezielt. Egal, gib dir eine mit. Ah, ah, immer diese Glatzköpfe hier, Alter, ihr Schwänze. Hier! Hier! Das, du Hund. Nachladen, nachladen, nachladen. Wir haben nur extra die Pumpgun. Lad nach, lad nach.
Oh, Scheiße. Boah, jetzt, jetzt, jetzt bin ich ready für euch, Alter. Okay, ich habe nichts gesagt, mein Gott. Willst du mich gerade komplett verarschen, Alter? Er darf nicht entkommen. Ich brauche Leben, ich brauche sofort Leben. Nimm mal Leben zu dir. Es wird eine schwierige Stelle, Leute. Eine schwierige Angelegenheit. Ja, immer noch welche. Wo kommen die denn alle her? Wir haben einen da. Ich sehe. Denk an das Leben hier, hinter mir. Hinter mir. Schieß doch! Joel! Oh oh. Alter! Joel! Oh, Junge! Ich kann nichts herstellen. Ich kann gar nichts. Nadelbombe. Oh, ich bin im Arsch, bei Gott. Hier ist er nicht. Weitersuchen, Mann. Digga, guck dich mein Leben an. Ich brauch Leben, bitte. Junge, aber... Das ist ja... Wenn wir jetzt geholt werden, ne? Egal, Feeling war da. Was denn voll? Da drüben? Er ist weg. Suchen wir weiter. Ist er da? Scheiße! Musste sein, Digga. Ist mir scheißegal. Digga, wie die verzieht die Waffe. Zeig dich. Boah, Junge. Die ist so krank am Verziehen, Leute. War's das jetzt auch mal? Boah, guck mal, wo wir hier lang können. Da liegt doch was. Was liegt da? Ah, ein scheiß Stein. Ja, wenn ich jetzt geholt werde, ne? Er ist da drüben. Halt deine scheiß Fresse. Wie viele leben von denen? Guck mal, mein... Ey, das ist wirklich Wahnsinn, die Stelle hier, ne? Ey, wenigstens leben. Wenigstens einfach nur leben, Alter. Ich kann wieder... Ich brauche irgendeinen Tropfen. Digga, geh doch zum Wasserhahn, wenn du Wasser brauchst, Bruder. Komm. Ist das eine geile Stelle, aber es hat mir eigentlich voll das Adrenalin-Nervenkitzel gerade alles. Ich komme gerade vor über Outlast. Guck mal, diese verschwommene Sicht auch noch. Man sieht nicht mal. Warte mal, hängt da jemand? Okay. Du Mistkerl! Meint ihr, die haben mich gesehen? Ist er da drüben? Hier ist er nicht! Ey, es ist wirklich... Und das? Was ist das? Kann ich irgendwas fertigen? Guck mal, bitte. Immer noch kein Leben, Alter. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Ja, das war meine letzte Chance. Jetzt bin ich am Arsch. Ich will jetzt hier nicht sterben, Leute. Alles mit, nimm alles mit, was du kannst, Joel.
Boah, Junge, was ist hier passiert, Alter? Eine Granate hat ja alles hops genommen. Okay, weiter geht's, komm. Wir gehen jetzt über links. Das gefällt mir nicht. Irgendwas sieht mich. Pack dir den Heide, Eier. Da! Hier drüben mit Audi! Wie soll's jetzt weitergehen? Oh. Oder gib doch einfach Leben. Junge, ich brauche einfach nur Leben. Ein Schuss, ich bin tot. Wirklich, ich mein's komplett ernst gerade, Leute, ne? Ist aber gerade geiles Feeling, man. Sind, glaube ich, nicht mehr so viele da, Leute. Bruder. War's das jetzt mal endlich? Junge, Joel kann ja gar nicht schießen mit Maschinengewehren und M4 und so. Ich hoffe nur, hier war irgendwo ein Checkpoint. Hier ist doch weit und breit keiner, oder? Auf einmal kommt gleich einer von die Ecke. So, ah, da ist es. Endlich. Endlich, Freunde. Boah. Endlich. GG's in den Chat für diese Stelle, Alter. Was ein Finale bisher. Ohne Scheiß. Bruder, war das krank. Wir müssen erstmal hier gut looten, Alter. Ich glaube, wir haben aber alle bekommen. Ja, es war geil, so mit diesem Nervenkitzel zu wissen, ey, man darf nicht getroffen werden und so. Sogar hier Leben gefunden. Perfekt. Perfekt, perfekt. Okay, jetzt habe ich Bock, Digga. Jetzt werde ich da einfach reinlaufen. Ist mir scheißegal, Alter. Wir werden alle platt machen. Boah. Sicherheitshalber. Alles mal nachladen hier. Da hinten hier entlang. Aufpassen. So. Hier drüben. Du bist tot, Arschloch! Junge, diese Waffe, Alter, ne? Dieses Hin und Her hier manchmal. Wir hätten uns eigentlich erstmal hierhin verstecken. Jetzt hätten wir einfach so eine Granate gebraucht. Können wir noch eine anfertigen? Ja, perfekt. Diese Nadelbombe, die sind so effektiv, wenn mehrere an einem Haufen sind. Die zerstört alles. Die springt alles weg. Hier weiter, weiter, weiter. Gehört? Diese Waffe darf man nicht streuen, ne? Ey, ich wollte doch die Munition nehmen. Ja, korrekt. Korrekt. Ich wollte eigentlich looten, Munition nehmen. Ach, geil. Egal, scheiß drauf. Alles gut. Meint noch nach oben den Gang links oder so. Keine Ahnung, ne? Laut das hier ist, ne? Ehrlich? Oha. Hört euch das mal jetzt an. Was sagen die? Wisst ihr, damals habe ich über meinen Controller geredet. 28. April. Marlene hatte recht. Die Infektion des Mädchens ist außergewöhnlich. Der Ehrlich. Grund für die Immunität ist unbekannt. Bisher zeigten alle Fälle, dass die Antigentäter des Cordyceps im Serum und in der Rückenmarksflüssigkeit hoch bleiben. Blutkulturen der Patientin entwickeln unter Laborbedingungen rasant Cordyceps. Die weißen Blutzelllinien bleiben jedoch normal, sowohl prozentual als auch absolut. Es gibt keine Erhöhung des proinflammatorischen Zytokins. Ein MRT des Gehirns zeigt keinerlei Pilzbefall im limbischen System, was normalerweise mit dem Prodromen Aggression infizierter Patienten auftritt. Unser Ziel muss sein, diesen Zustand unter Laborbedingungen herzustellen. Wir stehen vor einem Meilenstein der Menschheitsgeschichte, wie der Entdeckung des Penicillins. Nach Jahren fruchtloser Forschung sind wir fast am Ziel. Haben Erfolge und schenken der menschlichen Rasse wieder Kontrolle über ihr Schicksal. Alle unsere Opfer und die vielen Männer und Frauen, die alles gaben. Es ist nicht umsonst gewesen. Krass. Weil du das hörst und du weißt, dein
Deine kleine Ellie steht gerade auf dem Spiel. Boah, ich wüsste nicht, wie ich reagieren würde, ne? Hier ist noch so ein Ding. Hören wir uns das mal alles in Ruhe an hier, bevor wir weitergehen. Es ist 17.30 Uhr. Marleen. 28. April. Ich hatte ein Gespräch. Eher ein Streit mit dem Chirurgen. Man kann den Parasiten offenbar nicht entfernen, ohne den Wirt zu töten. Ach du Scheiße. Es wäre also das Todesurteil für die Kleine. Boah. Jetzt wollen sie mein Einverständnis. Die Prüfungen werden immer härter und härter. Nicht wahr? Ich bin erschöpft. Es soll nur zu Ende sein. Wie würdet ihr reagieren, Leute? Komplettes Messer benötigt. Habe ich noch. Nein, boah, jetzt wäre ein Messer so gut. Warte, musst du irgendwo eine Schere. Egal, scheiß drauf. Wir kriegen das auch so hin. Oha. Da ist ein Messer, ja. Perfekt. Ne? Wir brauchen noch eine Schere. Eine Schere brauchen wir, sorry. Schere, Schere. Fehlt auf deinem Papier? Oder irgendwas? Ne. Boah, Bruder, einfach halbe. Wir haben endlich die Grenze von Utah überquert. In einigen Tagen werden wir wieder bei den anderen sein. Heute ist die Mannschaft bei besserer Laune. Ich habe mir Sorge um ihre Moral gemacht. Greg und Tania. Letzte Woche von uns gegangen. Es tut gut, sie mal wieder lachen zu hören. Robin kam zu mir und sagte, danke, dass du auf uns aufgepasst hast, Marleen. Das war eine kleine Geste, aber ich habe sie gebraucht. 23. März. Ellie hat es nie geschafft. Was? Wir haben das Krankenhaus erreicht. Es wurde gefeiert, zumindest von den anderen. Sie freute sich, ihre alten Freunde wiederzusehen. Manche von ihnen haben wir seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem sie mir die Neuigkeiten berichtet hatten, konnte ich nicht essen. Ich konnte mit niemandem sprechen. Ich sollte dankbar sein dafür, dass ich noch lebe, aber jetzt will ich nur die Augen schließen. Sie sehen mich an und ich weiß, was sie denken. Sie denken, dass wir ein paar unfähige Anhänger sind. Was hätte ich tun sollen? Ich dachte, ich würde sterben. Meine Männer wurden vom gesamten Bostoner Bataillon gejagt. Ich musste sie aus der Stadt schaffen. Wie hätte ich wissen sollen, dass die Firefly-Eskorten bereits tot waren? Verdammt, ich bin in Panik geraten. Letztlich sind meine Wunden schnell verheilt und meine Männer waren fähiger, als ich es erwartet hatte. Mehr als eine Handvoll überlebte den Angriff der Armee. Ich hätte sie bei mir behalten sollen. Stattdessen habe ich sie in die Hände von Schmugglern gegeben. Ich habe dich enttäuscht, Anna. Ich habe uns alle enttäuscht. Ich bin eine unfähige Anfängerin. 25. April. Ich kann nicht mit ihnen reden. Ich hätte die Blicke nicht mehr, halte die Blicke nicht mehr aus. Hier kann ich nicht bleiben. Einer unserer Kundschafter hat uns gerade angefunkt. Er hat gesehen, wie ein älterer Mann und ein junges Mädchen den Tunnel beim Busbahnhof betreten haben. Er sagt, sie könnte rothaarig sein, ist sie aber nicht sicher. Was, wenn sie es ist? Hör auf, Marleen. Ja, die reden gerade über Ellie und Joel. Der Aufklärungstrupp wird sich auf den Weg machen. Ich werde mich ihnen anschließen. 28. April. Wenn du dich in der Dunkelheit verirrst, dann suche nach dem Licht. Sie lebt. Sie führen jetzt die Tests an ihr durch. Ich kann nicht sagen, ob ich aufgeregt, ängstlich oder bloß nervös bin. Ich weiß nur, dass meine Hände nicht aufhören zu zittern. Alter. Junge Joel, guck mal, der hat auf einmal jetzt Nitro bekommen. Auf einmal zieht der voll durch und so. Was denn jetzt, Alter? Boah, jetzt geht immer Kampf der Titanen los. Sag euch so, wie es ist, ne? Jetzt wird's brutal ekelhaft. Brutal ekelhaft jetzt hier alles. Oha, das sind die Röntgenaufnahmen von Ellie. 100% von ihrem Gehirn. 100%. Guckt's euch mal an. Das sind die Röntgenaufnahmen. Ja, safe. Maniac. Was zum Teufel? Ach geil. Hab ich echt super geworfen, den Stein. Sie ist das nicht wert. Lautloser Kill. Ich will das ein schönes 1-Stunden-Special hier, Freunde. Komm.
Geh doch dahin, du schwanzlutschender Lutscher. Will der mir einen auf kluger Soldat machen, du Vollidiot, Alter, hier. So klug bist du wohl auch wieder nicht, hä? Mein Bester. Wir nehmen gleich den ganzen Laden auseinander, Leute, ich mein's ernst. Guck mal, bisher hat mich keiner gesehen, Digga, einfach auf James Bond. Schleicht uns einfach vorbei. Vielleicht müssen wir die auch alle gar nicht töten. Wer weiß? Alter. Wisst ihr, was da jetzt hin muss? Richtig. Eine Nadelbombe. Weg. Auf die Theke. Boah. Bruder, was macht er da? Was machst du? Oh, jo. Oh, oh. Boah. Wo kommen die Schüsse her? Das war's. Nein, nein. Nein, Bruder, was haben die für Waffen, Alter? Das ist ja geisteskrank. Das ist ja geisteskrank. Ein Schuss, ich bin weg. Das war dumm, dass ich rausgegangen bin. Scheiße, ich hätte das anders machen müssen. Ich habe gedacht, da wären nicht mehr so viele. Boah, alles von neu, Digga. Egal. Jetzt machen wir in erster Mal Werdetaktik. Ist mir scheißegal. Jetzt reicht es mit der Dingens-Taktik. Du bist tot, Arthur. So. Jetzt mache ich in erster Mal Werdetaktik. Ist egal, Bruder. Ey, aber die sind das ist das CIA, Bruder. Sie sind präzise wie sonst. Okay, Bruder, ich hab nichts gesagt. Bei Gott, ich hab nichts gesagt. Ich mein's ernst. Bruder, wie schlecht ich ziele. Was ist das denn? Joel, warum kannst du nicht mit dieser Waffe schießen? Kommt der klar? Bruder, wollt ihr mich verarschen? Oder ist das CIA? Bei Gott, komm, wie gut die schießen. Bruder, das ist zu schwer. Ich sage euch so, wie es ist. Wir haben ein Problem. Ey, wir haben gerade alles so gut gemacht beim ersten Versuch, ne? Ah. Warte mal. Bist du das, Schmuggler? Was habe ich denn da geworfen, ne? Ach so, das... Okay, okay. Aus der Distanz mit der Waffe ganz schwierig. Wir haben aber keine andere Waffe, Mann. Hinter diesen Sandsäcken, halt die Fresse, Uwe! Hinter diesen Sandsäcken, halt die Fresse, Alter! Eins, zwei. Okay. Ganz ruhig. Eins. Eins. Schlau, der Typ. Meine Muni, nimm die Muni mit. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bruder. Ey, der hat mich gerade gefickt. Heil dich schnell, Joel. Kommt jemand. Also, Digga, ich raste gleich aus, Alter. Diese Scheißstelle, Alter. Fuck mich das ab. Nur weil mein Speicherstand weggegangen ist vor ein paar Folgen. Und wir einfach Waffen haben wie ein Schwanz. Schwanzwaffen, die keine Durchdringungskraft haben, nichts.
Oder mach doch noch langsamer. Scheißegal jetzt, Alter. Wir machen das jetzt. Die Stelle geht mir gerade richtig auf den Sack. So, ihr habt euch mit dem Falschen ihr habt mich sauer gemacht. Das waren alle. Wollt ihr mich verarschen? Auf einmal so easy? Digga. Wahnsinn, oder? Ernesto ist der Beste. Was eine Stelle hier, ne? Seid mir ehrlich, das ist schon krass. Boah, Bruder, ist das anstrengend, Alter. Boah, jetzt wird's krass, Leute. Jetzt wird's krass. Großer Gott. Doktor? Was machen Sie hier? Ich gebe sie Ihnen nicht. Denken Sie an die Leben, die wir retten. Nein! Sie widerliches Schwein! Harry, halt die Klappe! Komm her, Kleine. Ich hab dich. Ich hab dich. Boah, ist das krank, Alter. Das ist so krank, Alter. Mist. Was hättet ihr gemacht an dieser Stelle? Ein Leben retten oder das Leben Tausender? Was hättet ihr gemacht, Leute? Was hättet ihr gemacht, Digga? Boah, ist das krank, Alter. Ich hab Gänsehaut am ganzen Körper, wirklich. Boah, Junge, diese Musik dazu. Hört euch die Musik an. Boah. Digga, ist das krank, Alter. Was die Musik gerade hier ausmacht. Ich muss leider dazwischen reden, Leute. Wegen Copyright und allem. Aber Ellie hat sie. Joan hat Ellie. Schnell runter, schnell runter. Komm, 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 komm. Komm schon. Boah. Verrückt, 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 Alter. Junge. So, ruhig bleiben, Alter, ruhig. Was eine Stelle, Leute. Was eine Stelle. Mann, Mann, Mann. Ist das eine schwierige Situation. Ey. Du kannst sie nicht retten. Selbst wenn du sie hier rausschaffst, was dann? Wie lange, bis sie von ein paar Klicken in Stücke gerissen wird? Oder bis sie vergewaltigt und ermordet wird? Das ist nicht deine Entscheidung. Sie wollte das. Und du weißt es. Hör zu. Du kannst hier immer noch das Richtige tun, Joel. Sie wird gar nichts spüren. Ah, ist das krank, ey. Hat er sie zurückgelassen, Leute? Joel.
Da ist sie. Aber was sind das für Klamotten? Bleib einfach liegen. Die Betäubung wirkt noch. Er hat sie mitgenommen. Was ist passiert? Wir waren bei den Fireflies. Es gibt noch viel mehr Leute wie dich, Ellie. Sie sind auch immun. Es gibt Dutzende von ihnen. Es hat aber rein gar nichts gebracht. Wie er einfach lügt, ne? Wir haben aufgehört. Krank, Alter. Aufgehört, nach einem Heilmittel zu suchen. Er hat einfach Marlene umgebracht. Hast du es gesehen? Boah. Wir fahren nach Hause. Tut mir leid. Hat die einfach umgebracht. Also ich finde beide Entscheidungen echt schwer. Warte! Tu das nicht! Würdest dir nur folgen. Boah. Hart. Hart, hart, hart. Was eine Story, oder? Was eine Story. Also ich weiß nicht, wie viel Arbeit und Liebe in diesem Spiel hier drin steckt, ne? Wirklich. Sei vorsichtig. Wir müssen wohl laufen. Wir müssen immer geradeaus. Jetzt spielen wir Ellie. Eigentlich ganz schön hier, oder? Ja. Pass auf deinen Kopf auf. Wie hat Joel das mit seinem Gewissen vereinbart? So. Es ist echt schwierig, Alter. Ich wüsste nicht, was ich machen würde. Ich glaube, ich würde sie... Ich bin doch schon alt. Ich würde sie abgeben. Es ist ja nicht seine leibliche Tochter so. Das wäre nochmal 10-mal schlimmer in meinen Augen. Sarah und ich sind viel so gewandert. Sie war fit. Ich musste mich anstrengen. Ich glaube, ihr hättet euch gut verstanden. Ich glaube, du hättest sie gemocht. Du hättest ihr gefallen. Ja. Versteht ihr? Weil das Leben von Millionen Menschen steht auf dem Spiel, wegen einer Person. Das ist so schwierig. Da muss man halt abwägen, aber boah, das über sein Herz zu bringen, in der Situation. Ist nicht mehr weit. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was hättet ihr gemacht? Wie wäre eure Entscheidung? Ellie zurückzulassen, einen Impfstoff zu entwickeln und die Welt zu retten? Oder Ellie zu retten und in dieser Katastrophe weiterzuleben? Was hättet ihr gemacht, Freunde? Was hättet ihr gemacht? Und jetzt gehen wir wieder zurück, da wo Tommy und so alle sind. Und leben das Leben weiter. Boah, ist das eine schwierige Entscheidung, Alter. Die Welt wäre wieder vielleicht in Ordnung gewesen. Okay, na komm. Vielleicht hätte sich alles wieder... Hey, warte. Damals in Boston, als es mit dem Biss war, da war ich nicht allein. Meine beste Freundin war da. Sie wurde auch gebissen. Wir wussten nicht weiter. Und sie hat gesagt, sitzen wir es aus. Weißt du, wir reden noch ein bisschen und sterben dann zusammen. Tja, ich warte immer noch drauf. Ellie. Ihr Name war Riley und sie musste zuerst sterben. Und dann war es Tess. Und dann Sam. Nichts davon ist deine Schuld. Nein, du verstehst das nicht. Ich hatte viele Probleme mit dem Überleben. Aber was auch passiert...
Und man findet etwas, wofür es sich lohnt zu leben. Und ich weiß, dass du das jetzt nicht hören willst. Schwör mir, dass alles, was du über die Fireflies gesagt hast, wahr ist. Ich schwör's. Hart. Geisteskrank. Okay. Boah. Freunde. Boah. Das war's von Last of Us, Leute. Das ist das Ende von Part 1. Und ja, eigentlich... Boah, fuck. Diese scheiß Emotionen kommen immer so raus, ne? Das ist verrückt, ey. Ja. Leute, das war's. Wir sind am Ende angekommen von Last of Us. Wir haben das Spiel abgeschlossen. Wahnsinn, Leute, oder? Was ein Finale. Lasst euch das nochmal auf der Zunge zergehen. Joel hat Ellie angelogen, nur um sie zu retten. Digga. Krank. Leute. Wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Lasst einen Daumen da. Ich hätte auf jeden Fall Bock. Aber ihr entscheidet. Vor allem die Leute, die das jetzt zum ersten Mal gesehen haben. Sagt mal eure ehrliche Meinung, Digga. Das Spiel ist ein Meisterwerk. Da kommt fast nichts dran. Diese Story dahinter, wenn man sich in die Charaktere versetzt, wie viel Liebe und alles dahinter steckt. Unglaublich. Und ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich vom großen Finale. Lasst einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, checkt meinen neuen Kanal aus Twitch und natürlich auch meinen Partner Silberpfeil. Erster Link in der Videobeschreibung. Gönnt euch. Und ich verabschiede mich, Freunde. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.